So, wir haben hier jetzt richtig geile an sich eigentlich U-Bahn. Straßenbahn. Ne, also Zug auf jeden Fall. Gut. Hier können wir runterfallen. Oh, hier sind Platten. Oh nice, was haben wir denn da? Maus. Klar. Nein. Wo ist der hin? Egal. Vermähen wir hier erstmal den Rasen. Alles weg. Geil, dass es hier auch schon so abgeschirmt ist. Nice. So kleine Hügel. Okay. Da können wir nicht so einfach durch, runter. Okay. Aber hier machen wir das alles erstmal weg. Wir machen auch das Licht. Dann sehen wir hier auch ein bisschen mehr. Müssen wir das auch gleich auf der anderen Seite machen. Ich feiere das, dass wir jetzt gerade so eine U-Bahn haben. Gleich aber auch schauen, wie wir das dekorieren. Das wird eine echte Herausforderung, glaube ich. Bisschen noch, dann haben wir es hier der Seite zumindest. Ah. Ja, die Steuerung mit dem Rasenmäher ist auch nicht so beste. Irgendwo was übersehen da. Und da vorne. Ja, Tram. Dafür schaue ich aber auch eher auf die Minimap, weil so sieht man ja nichts. Den Baum wollen wir ja nicht fällen. Hier sauber machen. Wäre schön, wenn Graffiti wirklich mit dem Wasserschlauch einfach so gehen würden. Wird zu schön. Gehe ich hier auf die Seite mal rüber. Und hier sind auch noch mal. So. Ah, jetzt funktioniert's. Dann machen wir das eben auch noch schnell sauber. Und noch hier eben den Rasen mähen.
Muss noch weg. So. Hier ist noch jede Menge Schrott, die ich sie verkaufen könnte. Sehen wir mal gleich, wie wir das verkaufen. Oder ob wir das verkaufen. Ich denke schon eher, ja. Könnte man da vielleicht irgendwie so was wie eine Hütte oder so bauen? Im Grunde ist das hier vorne hier der Vorgarten und auf der anderen Seite, wo wir zuerst den Rasen gemäht haben, das ist der richtige Garten, der Hauptgarten. Das ist hier nur der Vorgarten. So glaube ich da zumindest. Warte mal. Hier geht das Gleis ja weiter. Ah, okay, hier endet es aber an dem Ding. Okay. Oh. Kann ich auch noch haben. So. Dann haben wir gleich das Stückchen hier auch noch. Und dann das hier noch. Nur noch ein Stück vergessen. Da haben wir es jetzt. Und mit dem Trimmer noch mal. So, hier noch irgendwas ist. Hier ist irgendwo noch was. Das kann man alles verkaufen, entsorgen, wie auch immer. Auch keine Sau. Ah, eh alles Müll hier. Was? Öffnen? Was ist das denn? Hä? Weg damit. Keine Ahnung, was das ist. Aber da brauchen wir nicht. So, das kann alles weg. Hier brauchen wir wieder Rollrasen. So, Garten. Bodenbedeckungen. Gasrolle. Sagen wir L. Ja. Und der Tisch. Hier sieht wieder top aus. Hier ist sowas nicht. Gut. Lass mich hier noch einmal schauen, ob hier noch irgendwo irgendwas vergessen oder übersehen wurde. Hier anscheinend. Ja, dann gehen wir mal rein. Aha. Dann sorgen wir mal alles. Ich find's zu schön.
Wenn ich das auch alles verkaufen könnte. Und dann wieder die Familie ganz oben bei mir da. Ich verstehe es nicht mit der Familie. Die wollen bei mir hier alles irgendwie aufkaufen. Ich glaube, die sind auch meine größten Fans. Die kaufen mir alles ab. Vielleicht haben die. Ne, jetzt sind es die Senioren. Okay. So, hier ist kein Müll. Auch hier. Ja. Neues Bild entdeckt. Was? Zum. Ach, hier ist noch einer geblieben. Oh, die Hundebaby. Oh, du bist aber sehr verschmutzt. Na du? Hey. Haben wir jetzt ein neues Mund? Wieder mal. Wieder mal einen neuen Hund. 3 Buttons, Silk Fleece, Leather. Da sind aber noch Zeitungen. Am Fenster, warum auch immer. Entfernen und auch noch entfernen. Erneuern. Zerstört. Weiß. Kaufen nicht. Komm, was nehmen wir mal? Dunkelgrün. Ne, oh. Warte mal. Oben machen wir schwarz, schwarz, Grundlage machen wir dunkelgrün, oder? Okay. Kann ich das irgendwie so machen, dass ich alles auf einen Blick sehe? So, ah, da ist weiß, da hätten wir rot, da oben schwarz, dann die Grundlage rot. Rot. Boah, dunkelrot sieht besser aus, finde ich. Dann Ränder schwarz. Aha. Rahmen schwarz. Innenrahmen auch rot. Dunkles Gelb. Ne, dann auch dunkelrot. Und Farbe. Hey, wir machen nicht alles schwarz-rot. Das lassen wir in dunkelrot. Das hier schwarz machen. Hier auch schwarz. Joa. Sieht das Ding jetzt so aus? Und dann fangen wir an, hier drinnen auch mal zu reinigen. Endlich Ordnung. Da haben wir immer noch was. Weg und weg.
So, aber dann müssen wir auch noch jedes Fenster hier auch noch reinigen. Fenster ist auf der anderen Seite dreckig, muss ich von draußen reinigen. Okay. Oh, das wird ein Spaß. Alle. Alle darf ich noch so reinigen, ey. Auf der anderen Seite sind genauso viele und freue ich mich schon drauf. Oh Gott. Ja, dann. Dann herzlich willkommen zu Let's Put House Flipper. Wir reinigen heute alle Fenster. Wird ungefähr eine gesamte Folge dauern. Ja. Das wird ein Spaß. So, okay, die Seite haben wir jetzt gleich zumindest fertig. Immerhin. Frage, die ich mir stelle, das mit den Hunden gerade. Das waren ja alles Dalmatiner. Ist das eine Anspielung auf die 101 Dalmatiner hier von Dingens hier, von Disney damals? Ja, man, die Fenster dauern auch nicht lange, aber hat auch Besseres zu tun, als alle Fenster nach und nach hier zu reinigen. Und das letzte hoffentlich. Na du? Nee. Ich glaube, ich gebe dem ganz besonderen Namen. Buddy nennen wir dich. Ich kann das jetzt nicht tun. Ach so. Okay. Muss ich so machen. Buddy. Na? Du bist jetzt Buddy. So. Kann ich hier die Wände streichen? Oder muss ich die ebenfalls erneuern? Erneuern? Rahmen machen wir. Rot. Wir machen alles. Schwarz. 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 Schwarz, schwarz. Na, wird das ein Spaß? So, das hier kann ich verkaufen. Auch verkaufen. Das hier erneuern. Schwarz, schwarz. Und das letzte Fenster. Diese Lampen brauchen wir nicht. Wir wollen andere. Andere Türen auch. Ah, die können wir streichen. Nee, wir wollen nicht außen.
erneuern, sondern innen. So, nee. Hier. Wände bauen. Kann ich hier drin entnehmen. Ah, hier kann ich aber. Die abgerundeten Wände reiße ich hier mal ab. Adi, Vorsicht. Könntest dich verletzen. Wie er da sitzt oder steht. Ich würde sagen, die hier hinten bleiben. Also hier vorne besser. Und kaufen stattdessen die hier. Und die hier und reißen wollte den jetzt abreißen, aber okay, nein, hier bin ich auch wieder falsch. Muss ich das vielleicht so machen, auf die Art? Nee, wird auch nicht funktionieren. Aber die reißen wir auch ab. Machen wir immer so kleine Zwischenräume. Nehmen wir Farben auf jeden Fall. Hier nehmen wir Eosin, dann nehmen wir den großen Eimer. Und fangen wir an zu streichen. Ah. Okay. Und der Eimer so weit weg. Toll. Ich würde sagen, hier machen wir das alles komplett in Eosin. Was damit ist, weiß ich nicht. Kann ich das so abreißen? Nee. Kaufen kann ich das auch nicht. Kann ich das auch verkaufen? Ne. Leiter kann ich verkaufen. Ne. Leiter kann ich nicht verkaufen. Weil die nicht mehr hoch. Hm. Aber das wird gleich ein Spaß, hier alles zu streichen. So, kann der jetzt mal. Mit streichen? Ja, endlich. Jetzt nimmt er erst die Farbe auf.
Aha. Ich glaube, hier werde ich ein bisschen mehr Farbe brauchen. Die Farbe wieder so weit weg. Nein, nicht genug Farbe. Jo, ich glaube, ich brauche gleich definitiv noch einen zweiten Eimer. Aber ja, leer. Wieder leer, da ist der Eimer. So, gleich haben wir's, ja. Das bisschen. Nice. Dann haben wir die Decke schon mal. Und schauen wir mal, für wie weit die Farbe jetzt noch reicht. Ah. Die Farbe ist leer. So, was haben wir? Genau, den. Ein L. Wollen wir noch einmal? So. Yep. Und hier.
So, noch ein bisschen, dann haben wir es gleich. Nur die hier unten. So, und dann hier. Und hier. Buddy, lass mich rein. Wenn wir das jetzt nur einmal von außen richtig ansehen. Schon nice aus. Also nicht von außen, sondern von weiter weg, meinte ich. Aber wieder leer, nice. Jetzt sieht es richtig nice aus.